أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, haben wir heute die Möglichkeit, in dem großartigen Buch weiter fortzufahren, in dem wir über die Aqidah, über die Glaubensinhalte von einem Muslim sprechen. Und wenn jeder Muslim verstehen würde, was seine tatsächliche Aqida ist, wie sein Glaube sein muss, dann würden wir uns nicht in der Lage befinden, in der wir uns gegenwärtig aktuell befinden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat nur denjenigen Erniedrigung vorgeschrieben, die sich von seinem Weg, distanzieren, abrücken, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung, von meiner Religion, welche Religion? Die Religion des Islam, und von der Lesung des Koran abwendet, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ein enges Leben bereiten, ein enges Leben voller Sorgen, voller Kummer, voller Beschwernisse. Unglücklich wird er sein. Warum? Weil er nicht nach dem Frieden in seinem Herzen gesucht hat, was ihm nur der Islam geben kann. Und nichts anderes, nichts auf dieser Dunya, was existiert, liebe Geschwister, kann uns eine Freude geben, wie es uns der Islam gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einsichtig machen und uns nach nichts anderem streben lassen, außer der tatsächlichen Zufriedenheit, die im Islam zu finden ist. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren, liebe Geschwister. Wir behandeln gerade welches Buch? Ich hoffe, man hat nicht vergessen, welches Buch wir gerade behandeln. Fadal Mohammed. Genau. 200 Fragen zur islamischen Aqida. Und natürlich reden wir hier über Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Warum sagen wir Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Weil nicht jeder auf dem Weg von wem ist? Von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. 72 gehen in das Feuer. Und eine Gruppe wird die errettete Gruppe sein. Sie fragten, wer ist sie, ja Rasulallah? So sagte er, na, ma ana alayhi wa ashabi. Ahsan. Das sind diejenigen, die sich auf meinem Weg, das heißt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Religion praktiziert hat, die sich auf meinem Weg und auf dem Weg meiner Ashab, meiner Gefährten befinden. Und diejenigen, die sich nicht auf seinem Weg befinden, sind demnach von ihm oder von den 72 Gruppen? Von den 72 Gruppen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu der erretteten Gruppe zählen lassen, denn die sind die einzigen, die nicht in das Höllenfeuer geworfen werden. Subhanallah al-Azim. Und das alleine ist eine großartige Botschaft für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen und die Wahrheit praktizieren wollen, liebe Geschwister. Und wir sind jetzt im Kern des Islam, in dem wir letzte Mal darüber gesprochen haben, was bedeutet eigentlich das Wort Islam. Warum hast du eine Religion, wenn du selber willst, was du möchtest und was du nicht möchtest? Ich selber habe meinen Kopf, ich selber habe meine Gedanken, ich selber habe meine Vorstellung, wie ich leben will und wie ich nicht leben will. Wenn du so nach dieser Vorstellung lebst, dann brauchst du keine Religion. Aber wenn du dich einer Religionsgemeinschaft anschließt, und wir reden hier nur über den Islam, weil es die einzig wahre Religion ist, dann musst du dich auch diesen Regeln unterwerfen. Du hast eine bestimmte Verhaltensweise
im Islam als Muslim, damit du auch dich als ein wahrer Anhänger des Islam verstehen darfst. Das sind sehr, sehr wichtige Unterrichte, liebe Geschwister, denn es geht nicht nur darum, dass wir allgemein über den Islam reden. Nein, wir müssen auch bestimmte Dinge verstehen, denn wenn wir Bücher lesen und wenn wir Unterrichte hören, dann können wir nicht diese Unterrichte verstehen, wenn wir auch bestimmte Einzelheiten nicht kennen. Und im Ernst, wir haben genug rumgespielt in unserem Leben. Wir haben sehr viel rumgespielt und wir haben sehr viel an Wissen verpasst. Und letztendlich beißt man sich dann immer in die eigene Hand, weil man sagt, Subhanallah al-Azim, die Jahre vergehen so schnell und noch immer bin ich im Koran nicht vorangekommen. Noch immer habe ich nicht viele Regeln gelernt von meiner Religion. Das ist alles vergeudete Zeit, die du hättest wallahi sinnvoll investieren können. Und Allah subhanahu wa ta'ala hätte dich reichlich belohnt. Denn du musst eine Sache wissen, du kannst ohne Wissen nicht deine Religion praktizieren. Verstehst du dieses, dann hast du nur noch ein Ziel, deine Religion zu lernen. Tayyib, dann werden wir heute insha'Allah ta'ala weitermachen, liebe Geschwister. Und zwar werden wir die Fragen von 15 bis 18 behandeln heute. All das, was wir heute sagen, ist in diesen drei Fragestellungen zusammen, wenn wir das auch nicht nach dieser Reihenfolge machen. Und so fragt der Autor in der 15. Frage, مَا الدَّلِيلُ عَلَى تَعْرِيفِهِ بِالْأَرْكَانِ الْخَمْسَ عِنْدَ التَّفْسِيرِ. Was ist der Beweis dafür, dass die Religion des Islam fünf Säulen hat, auf fünf Säulen basiert und dieses im Detail. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie in As-Sahihain, das bedeutet bei Bukhari und bei Muslim und bei anderen überliefert wurde, vom Hadith ibn Umar radiallahu anhu arda, er sagte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Buniya al-Islam ala khams. Der Islam wurde auf fünf Säulen gegründet, auf fünf Pfeilern gegründet. Das ist das Fundament des Islam. Erster Punkt, Shahadati an la ilaha illallah. Das Bezeugnis, dass man, niemand mit Recht und Wahrheit anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Wa iqami salah. Und dass man das Gebet verrichtet. Wa ita'i zakah. Und dass man die Zakah entrichtet. Zakah ist nicht Armensteuer, passt auf. Zakah ist für mehrere Leute. Nicht nur für die Armen, auch für die Bedürftigen, für die Schuldner, für die Reisenden, für die Weisen. Steht? So? Auch für die Kuffar, wenn man das Herz erweichen möchte. Für diejenigen, dessen Herzen man erweichen möchte. Für die? Die das verwalten, diese Zakah. Die Zakah verwalten, betreuen. Für die? Sklaven. Für die Sklaven. Für die? Deren das Herz für den Islam gewonnen hat. Haben wir? Und für die, die verreisen. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall. Für sie alle ist die Zakah bestimmt. Und man gibt ihnen die Zakah. Wenn man sagen würde, Abendsteuer, und wir haben jetzt gerade gehört, für wen diese Zakah bestimmt ist. Können wir sagen, Armensteuer? Stimmt das hier? Nein. Es ist auch für die Bedürftigen. Ein Bedürftiger ist nicht ein Armer. Ein Armer besitzt gar nichts. Aber ein Bedürftiger, er besitzt zwar etwas, aber es ist nicht ausreichend, damit er damit über die Runden kommt. Wa iqami salah wa ita'i zakah. Wa hajj al-bayt. Und dass man die Pilgerfahrt vollzieht zum Hajj wa sawmi Ramadan. Und dass man im Monat Ramadan fastet. Das ist ein Hadith, den sollte jeder kleine, und ich sage kleines Kind, sollte ihn auswendig lernen. Wo wir die Unterrichte besucht haben von Sheikh Abdul Muhsin Abad, der Großgelehrte in der Hadith-Lehre, er hat keinen Unterricht angefangen, außer diesen Hadith eingangs zu erwähnen. Er hat immer diesen Hadith erwähnt und so erinnern wir uns auch immer, dass wir was sind? Na, Muslime. Und subhanallah al-Azim, hier, das ist klar, das sind fünf Säulen des Islam, die sollte eigentlich, jeder Muslim praktizieren. Aber heutzutage müssen wir den Muslimen ein Bonbon geben, damit sie dieses praktizieren. Möge Allah uns und sie recht leiten. Und bitte hört diese Überlieferung und ich bin mir sicher, dass die meisten diese Überlieferung nicht kennen, obwohl sie im authentischsten Buch verzeichnet ist. Wenn ich sage, das authentischste Buch, was meine ich dann?
Al-Bukhari, Rahimullah Ta'ala. So sagt Umar ibn al-Khattab und er wiederholt die Worte hier des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir reden immer noch über den Islam. Umar ibn al-Khattab, يقول أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. عمر بن الخطاب indem er sagt was der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat, er hörte dieses von ihm, er sagte wo immer es einen Muslim gibt. Was bedeutet hier Muslim? Was verrichtet er? Na? Sein Gebet? Er fastet? Er zahlt die Zakat und? Er pilgert zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala. Wo immer es einen Muslim gibt, für den vier Menschen etwas Gutes bezeugen. Vier Menschen von wem? Von Kuffar oder von? Von den Muslimen. Frage: Sind das Falsiqun? Frevler, Sünder durch und durch oder Gläubige? Na? Gläubige, weil von einem Fasik, von einem Sünder wird die Schahada angenommen, das Zeugnis? Antwort: Nein. Wo immer es einen Muslim gibt, für den vier Menschen, bedeutet Gläubige, etwas bezeugen, den lässt Allah in das Paradies eintreten. Allahu Akbar. Das bedeutet, Yawmul Qiyamah, wenn vier Muslime für dich bezeugen, O du Muslim, der diese Säulen des Islam, die wir genannt haben, die fünf, verrichtet, so wird Allah Azza wa Jal dich in das Paradies eingehen lassen. Warum? Weil das Zeugnis von einem Gläubigen bei Allah gewischt hat. Antwort: Ey Wallah. Die Gläubigen sind die Zeugen Allahs auf der Erde. Während die Engel die Zeugen Allahs wo sind? Im Himmel. Schaut mal, subhanallah al-Azim, die reinsten Wesen im Himmel. Und die besten aller Geschöpfe nach ihnen, wer sind das? Die Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht anders sterben lassen, denn als Muslime. Hört diese Überlieferung. Die vier gläubigen Brüder, die für dich bezeugen, Yawm al-Qiyamah, sie reichen aus, damit du wo reinkommst? In das Paradies. Wir fragten, schaut mal die Sahaba, die haben es geliebt, diese Worte zu hören, weil sie wussten, das ist endlich eine Hoffnung für mich, das Paradies zu betreten. Sie sagten auch drei Zeugen, so sagte er auch drei Zeugen. Nicht mehr vier, sondern drei. Dann fragten sie auch zwei, dann sagte er auch zwei. Allahu Akbar. Zwei Leute, findest du zwei Leute, die für dich bezeugen würden? Frage, würde jemand jetzt für dich in dieser Dunya bezeugen? Würde jemand kommen und sagen, zum Beispiel Jabir ist ein guter Mann? Oder Abdurrahman ist ein guter Mann? Oder Abdullah ist ein guter Mann? Ihr müsst eine Sache wissen, die Gläubigen, sie geben nicht demjenigen ein Zeugnis, nicht mal in der Dunya, wer ein Sünder durch und durch ist. Richtig oder nicht? Du kommst zu einer Person, du sagst ihm, lieber Bruder, es gibt einen, der möchte eine Schwester heiraten. Was weißt du über ihn? Hier kommt die Wahrheit raus. Du wirst niemals sagen, er ist ein Guter, wenn er nicht wirklich ein Guter ist. Auch wenn du ihn selber gut kennst, weil hier geht es um was? Um deine Interessen, oder? Um wessen Interessen geht es hier? Na? Von der Frau. Und ein Muslim wahrt das. Wenn du weißt, dein eigener Bruder klaut, verkauft Drogen und macht das Schlechte und dann kommt ein Mädchen und will ihn heiraten und man fragt dich nach ihm, dann darfst du nicht sagen, er ist ein Guter. Obwohl das dein eigener Bruder ist und du machst dir keine Reba. Wallahi al-Azim. Du machst dir keine Reba, denn hier, das ist ein ganz, ganz anderer Fall, liebe Geschwister. Und schaut mal, das ist das Zeugnis. Wer würde es schon für dich in der Dunya bezeugen? Aber subhanallah al-Azim, schaut mal, es gibt viele Leute, für die man bezeugen würde. Man weiß, sie beten regelmäßig in der Moschee, wann auch immer sie können, wenn sie nicht gerade auf Arbeit sind. Aber man weiß, ihre Herzen sind immer verbunden mit der Moschee, mit den Brüdern, mit den Geschwistern. Sie versuchen immer das Gute zu machen und das Schlechte zu unterlassen. Frag irgendeine Person von den Gläubigen, auch wenn er ihn hasst, der wird dir sagen, der macht das Gute. Warum? Der subhanallah, bezeugt für dich. Und diese Leute, wenn es nur zwei Leute sind, dann bezeugen sie. Und Allahu alam, wenn sie nach einer Person gefragt hätten, ob Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hätte, eine Person, aber die wussten auch, wo ihre Grenzen sind. Die Sahaba radiallahu anhum wussten auch, wo ihre Grenzen sind, liebe Geschwister. Daher, lasst uns versuchen, gute Muslime zu sein. Nicht nur mit der
Zunge, sondern im Gesamten, so dass wir auch füreinander bezeugen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen zusammenführen, so dass wir immer füreinander bezeugen in der Dunya und in der Akhira. Was ist die Stellung von der Shahada, von dem Glaubensbekenntnis? Jeder Muslim muss wissen, liebe Geschwister, niemand tritt in den Islam ein, außer dass er diese beiden Zeugnisse ablegt. Ashhadu an la ilaha illallah. Ausreichend? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Niemand tritt in das Paradies ein, wenn einer zu uns kommt und er möchte den Islam annehmen. Aber er sagt uns, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah. Und ich habe mit so einer Person gesprochen. Aber er sagte, und ich bezeuge, dass Isa, Jesus, der Gesandte Allahs ist. Ich habe ihn gefragt, was ist mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, nein, nein, mein Gesandter ist Isa. Antwort, könnte man von ihm das Glaubensbekenntnis annehmen? Antwort, nein. Nein. Es gab da so einen komischen Kerl, liebe Geschwister, der heißt Professor Muhammad, mashallah. Der hat an einer Universität gelehrt. Und ich möchte euch nur ein Beispiel geben, sowieso die in Universitäten lehren, und zwar den Islam. Die meisten von ihnen sind Feinde des Islam. Sie haben ein Ziel, natürlich, dass sie dort einen falschen, was beibringen? Einen falschen Islam. Die bringen dort bei, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran geschrieben hat selber. Möge Allah uns bewahren. Es ist klar. Und warum sind die meisten Übersetzer von dem Koran was? Muslime oder Nicht-Muslime? Nicht-Muslime. Was haben die für ein großartiges Interesse, unsere Bücher zu übersetzen? Ich kenne keinen einzigen Muslim, der die Bibel übersetzt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Warum soll man seine Zeit verschwenden? Das sagen wir nicht aufgrund der Diskriminierung. Das sagen wir vielmehr, weil wir wissen, die gesamte Wahrheit ist nur wo drin? Im Koran Al-Karim, liebe Geschwister. Dieser Professor Muhammad, Mr. Oberschlauer Meier, schaut mal, was er gesagt hat. Er hat erstmal diesen Professortitel bekommen, ganz komisch. Und dann hat er gelehrt und nach einer Zeit sagte er, ich bin mir nicht sicher, und er war sich auch nie sicher, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Sowieso, was das Ziel ist klar. Die wollen wen verunsichern? Die Muslime, indem sie zeigen, guck mal, das ist ein Professor, der hat nochmal richtig recherchiert, und das war ein Konvertierter, der hat nochmal richtig recherchiert und dann hat er letztendlich den Glauben angenommen. Vielleicht gibt es gar keinen Gesandten Allahs. Aber schaut mal, subhanallah al-Azim, wir fragen als Muslime eine Frage. Wie konnte er überhaupt was werden? Ein Muslim, wenn er wenig bestätigt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ist das nicht lustig? Ist dieses nicht komisch? Und der will uns erzählen, dass er ein Muslim ist. Und er unterrichtet den Islam. Aber nach einer Zeit der Recherche ist er darauf gekommen, der Ärmste, dass der Islam vielleicht doch nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Gesandten geschickt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Der erste Teil der Shahada ist, liebe Geschwister, dass man niemanden mit Recht und Wahrheit anbeten darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Bedeutet, wie wir gesagt haben, niemand tritt ein in den Islam, außer durch die Bestätigung dieses Glaubensbekenntnisses. Und genauso tritt niemand aus dem Islam heraus, außer dass er diesem Glaubensbekenntnis widerspricht, zuwiderhandelt. Nochmal, ich wiederhole, das ist die Stellung des Glaubensbekenntnisses. Niemand tritt in das Paradies herein, niemand tritt natürlich auch in das Paradies, in den Islam herein, außer dass er das Glaubensbekenntnis bestätigt. Und niemand tritt aus dem Islam heraus, außer dass er diesem Glaubensbekenntnis entgegenhandelt, ihm widerspricht. Das ist die Stellung von der Shahada, liebe Geschwister. Dann lasst uns über den ersten Teil der Shahada sprechen, und zwar, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Wenn wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, so gibt es Leute, die eine total falsche Übersetzung hier in diesem Zusammenhang bringen. Sie sagen, es gibt keinen Gott außer Gott. Es gibt keinen Gott außer Gott ist eine völlig falsche Übersetzung.
Warum? Es gibt Götter. Allah selber bezeichnet sie im Koran als was? Als Aliyah. Als Götter. Aber Frage, sind das anbetungswürdige Götter? Antwort, nein. Anbetungswürdig sind sie nicht, obwohl die Menschen sie anbeten. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir sagen, La ilaha illallah, dann meinen wir, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden außer Allah. Die Gelehrten haben das übersetzt, La ilaha illallah bedeutet La ma'buda bihaqqin illallah. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden außer Allah, das ist die richtige Übersetzung. Und dieses, über den ersten Teil, wenn wir sagen La ilaha, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, das, so sagen die Gelehrten, bedeutet An-Nafi. An-Nafi bedeutet die Verneinung. Du musst als Muslim alles ablehnen, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Ob es Menschen sind, ob es Engel sind, ob es Steine sind, ob es Himmelskörper sind, ob es sonstiges ist, all dieses darf nicht von einem Muslim akzeptiert werden, liebe Geschwister. Warum nicht? Warum lehnt der Muslim dieses ab? Wer sagt mir das? Warum lehnt der Muslim ab, zum Beispiel die Sonne anzubeten? Oder einen Menschen anzubeten, einen Propheten, einen Engel, obwohl diese Sachen definitiv angebetet werden. Tfadala. Weil es alle nur erschaffene Wesen sind? Natürlich, es sind erschaffene Wesen, aber worum geht es im Kern letztendlich? Mohammed? Vielleicht liegt es an der Fütterung? Nein. Marcel? Liegt es an der Anbetungswürdigkeit? Natürlich, was ihr sagt, ist alles richtig, aber es gibt etwas ganz, ganz Bestimmtes. Eine Frage. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen. Du als Muslim weißt das. Okay? Frage. Wenn du jemand anderes anbetest, was hat er als Vorteil für dich und was hat er als Nachteil für dich, wenn du jemand anderes anbetest außer anderen? Zum Beispiel, du betest eine Götze an, möge Allah uns bewahren. Was kann dir diese Götze nützen? Antwort? Sie hat keinen Vorteil, keinen Nutzen und keinen Schaden für dich. Okay. Können wir dasselbe über Allah sagen? Nein. Versteht jeder Muslim hier, dass es nutzlos ist, etwas anderes anzubeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Warum? Weil dir nichts nützen oder schaden kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Muslim muss das verstehen. Und ich nehme gerne dieses Beispiel. Das ist so, als ob du zu einem armen Bettler gehst und ihm sagst, kannst du mir 1 Million Euro schenken? Kann er? Antwort nein. Was willst du von der Götze verlangen? Was willst du vom Stein verlangen? Was willst du vom Baum verlangen? Und Allah subhanahu wa ta'ala im Laufe der Zeit, er schickt den Leuten Nachrichten, Botschaften, Menschen, die ihnen beibringen, dass dieses falsch ist, was sie anbeten. Und wir wissen, liebe Geschwister, von der Geschichte von Abu Darda, radiallahu anhu wa arda, er hatte damals eine Götze, die er sehr gepflegt hat. Er hat sie sehr gepflegt und er hat sie parfümiert und er hat sie auf beste Art und Weise behandelt. Eines Tages kam ein Sahabi und er wollte ihnen eine Lektion erteilen. Er ging rein in seine Wohnung und Abu Darda war gerade nicht da. Zu diesem Zeitpunkt war Abu Darda was? Ein Käfer. Er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim. Dann hat der Sahabi diese Götze zerstört. Abu Darda kam wieder zurück. Und als er das Bild gesehen hat, und das war die Götze, der er die gesamte Liebe geschenkt hat und sie angebetet hat und sie gepflegt hat. Als er das gesehen hat, dann sagt er, was hast du getan? Und sagt Abu Ruwaiha, sie konnte sich nicht verteidigen, als ich sie zerstört habe. Khalas. Ein Mensch, der verstehen will, versteht er. Abu Darda hat verstanden und den Islam angenommen. Allahu Akbar. Was kann dir diese Figur nutzen oder schaden? Und wir sehen bei sogenannten Muslimen, und ich sage sogenannten Muslimen, Buddha-Statuen in ihrer Wohnung. Wal-iyadhu billah. Buddha-Statuen. Wer ist dieser Buddha? Wer ist das? Wer ist das, dass er die Stelle von Allah subhanahu wa ta'ala annimmt? Eine Frage, wenn ich deinen Buddha mit Butter überziehen würde, was würde Buddha machen? Was könnte er tun? Liebe Geschwister, ein Muslim benutzt seinen Verstand. Und er weiß,
was ihm nützen und was ihm schaden kann. Hingegen, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbeten, kann Allah azza wa jal uns bestrafen. Und Allah kann dir alles im Leben geben, worum du ihn bittest. Allah kann dir nützen, aber auch schaden. Und deswegen beten wir niemand anderen an, außer Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Und der Muslim, er spricht sich von allem frei, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Wenn es dein eigener Vater ist, wenn es dein eigener Sohn ist, und dieser betet eine Götze an, wal-iyadu billah, etwas anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann sprechen wir uns von dem Glauben dieser Person frei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمْ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ihr habt in Ibrahim a.s. und seinen Anhängern ein schönes Beispiel. Als sie sagten zu ihrem eigenen Volk, zu ihren eigenen Leuten, und das waren ihre Väter, das waren ihre Geschwister, das waren ihre Lieblinge, das waren diejenigen, mit denen sie jeden Tag zu tun hatten, wir sagen uns von euch los. Wir sagen uns von euch und von denen los, die ihr anstatt Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Das ist der Glaube von einem Muslim, dass wenn sein eigener Vater und sein eigener Sohn etwas anderes anbetet außer Allah, so muss er sich von ihm freisprechen, wenn er was sein möchte. Ein Muslim, du kannst hier nicht sagen, das ist mein Vater und deswegen nehme ich die Religion von meinem Vater an. Oder das ist mein Sohn, deswegen nehme ich die Religion von meinem Sohn an. Und merkt euch das Beispiel von Nuh a.s. Was hat er zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt? Als Allah azza wa jal in einer Gegend Wasser aufkommen gelassen hat, in der es kein Wasser gab, aber Allah, der imstande ist, alles tun zu können, was hat Nuh a.s. Noah hier zu Allah gesagt? Weil sein Sohn ebenfalls unter denen war, die jetzt zu ertrinken drohten. Er sagte zu Allah, was? Es ist mein Sohn. Und das war sein Fleisch und Blut. Und er war ein Gesandter und einer der besten Gesandten. Und er war einer, der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber nicht ungehorsam war. Er sagte, das ist mein Sohn. Mein Herr, das ist mein Sohn. Das ist nicht irgendjemand. Natürlich mein Sohn. Ich weiß, dass er nicht mein Glauben praktiziert. Ich weiß, dass er nicht richtig an Allah glaubt. Ich weiß, dass er nicht den Weg beschreitet, den ich ihm vorgebe. Aber er ist mein Sohn. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt? Laysa min ahlik. Er ist nicht von deiner Familie. Khalas! Er hat sich freigesprochen von ihm. Warum? Wichtiger als die Verwandtschaftsbande ist was? Die Verbindung im Glauben. Im Glauben. Es wird berichtet über Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu arda, der Jüngling, der Hübsche, der Mujahid, der mit Allahs Wohlgefallen gestorben ist. Liebe Geschwister, so war er einmal unterwegs und er kam an einen Platz, wo die Kriegsgefangenen von den Muslimen verwahrt wurden. Er kam an einen Platz, wo die Kriegsgefangenen, die Muslime genommen haben, in einem Raum gewesen sind. So entdeckte er unter den Kriegsgefangenen seinen eigenen leiblichen Bruder. Dann sagte dieser Bruder zu ihm, mache, dass ich befreit werde vom Wärter. Sage ihm, dass er mich losbinden soll. Ich bin dein Bruder. Aber er kämpfte auf welcher Seite? Auf die Seite der Kuffar. Und Mus'ab war auf der Seite der Muslime. Er sagte zu ihm, sag dem Wärter, er soll mich losbinden. Ich bin dein Bruder. So ging er zu dem Wärter. Er machte, was sein Bruder sagte. Er ging zu dem Wärter und er sagte zu ihm, binde ihn noch fester an. Subhanallah. Der stärkste Glaube ist so, dass du für Allah subhanahu wa ta'ala liebst und für Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebst. Das muss jeder Muslim verstehen. Liebe Geschwister, warum?
weil wir Muslime nichts mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla diese Liebe zu uns, Liebe zu ihm niemals verschwinden lassen. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden. Das ist der eine Teil. Das ist ein Nefi, die Verneinung. Du darfst niemanden anbeten. Und jetzt kommt die Bestätigung, außer Allah. Außer Allah, das bedeutet die Bestätigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala alleine das Recht hat, angebetet zu werden. Wir haben gesagt, gibt es andere Götter? Nein. Bei den Menschen gibt es andere Götter? Nein. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Und dieses, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Und das, was sie außer ihm anbeten, es ist das Falsche. Subhanallah al-Azim. Allah ist die Wahrheit und alles andere, was außer Allah angebetet wird, ist das Falsche. Und der Muslim, er muss dieses verstehen. Wenn er mit diesem Wissen die Shahada annimmt, so ist er ein Muslim. Er muss das wissen. Er muss nicht Themen wissen, wie ob man über die Socken streichen darf. Er muss nicht Themen können, wie Erbrecht. Als allererstes muss er was wissen, nur damit er den Islam annimmt. Und ihr werdet vielleicht von einem den Islam annehmen, damit ihr dieses selber auch wisst, dass er was machen muss. Über was haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen? Wann kannst du oder darfst du die Shahada von einer Person akzeptieren? Wann? Als Muslim. Mohammed? Wenn er alles verneint, was außer neben Allah angebetet wird. Er muss alles verneinen, was außer Allah angebetet wird. Und deswegen sagen wir, La ilaha illallah. Das heißt aber nicht, dass wir alles aufzählen, ja? Weil ich habe schon mal auch so eine Shahada gesehen mit 15 Fragen. Bezeugst du, dass niemand angebetet werden darf außer Allah? Nein. Bezeugst du, dass Mohammed s.a.w. der Gesandte ist? Nein. Bezeugst du, dass Isa der Gesandte ist? Okay, das alles ist noch überliefert. Jetzt kommt das, was von seinem eigenen Kopf ist. Bezeugst du, dass das Militär Kuffar sind? Ja. Bezeugst du, dass BWAC, Telekom und was ist das? Was ist das, liebe Geschwister? Hat uns Mohammed sallallahu alaihi wasallam so die Shahada beigebracht? 15 Fragen ungefähr hat er ihnen gestellt. Die Shahada hat, glaube ich, 4 Minuten gedauert. Ich habe Angst gehabt, dass er irgendwas noch nennt, was der Typ nicht verleugnet und deswegen den Islam nicht mehr annimmt. Hä? Das ist das Problem. Eine Person sagt, ich möchte den Islam annehmen, aber ich werde meine Zakat nicht bezahlen. Antwort, dürfen wir den Islam annehmen? Nein. Ja, eigentlich nicht. Ja. Nein. Ja, Mohammed sagt nein. Wer will Mohammed folgen in dem, was er sagt? Also nicht Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sondern wer will Mohammed folgen hier in dieser Sache, dass er sagt, nein, wir nehmen nicht den Islam von ihm an? Warum stelle ich euch diese Frage? Ich will euch nur damit aufmerksam machen, von allen 5 Säulen des Islam ist was das Gewaltigste? Die Shahada. Wir haben einen Unterschied zwischen einem, der eine Sache nicht tun möchte, und einer, der eine Sache verleugnet. Das ist ein Unterschied. Wenn er uns jetzt sagen würde, ich komme in den Islam, aber ich akzeptiere nicht, dass es im Islam ein Gebet gibt, dass es die Zakat gibt, dass es Ramadan gibt. Was ist hier? Einer sagt dir, okay, ich werde den Islam annehmen, aber ich werde meine Freundin nicht verlassen. Ich habe eine wunderschöne Freundin, niemals werde ich sie verlassen. Antwort, darfst du den Islam von ihm annehmen? Bilal? Ja. Ja, den Islam, ja, aber nicht seine Freundin. Okay, das bedeutet für dich, du weißt, es gibt im Islam wichtig und es gibt wichtiger. Und Al-A'zam, das Gewaltigste ist von allen 5 Säulen, das Glaubensbekenntnis. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, und er ist kein Wahhabite, sondern ein Folger von Mohammed sallallahu alaihi wasallam, möge Allah uns bewahren. Er sagt in seinem Buch Ad-Durar al-Sunniyya, die Gelehrten stimmen alle überein, dass es bezüglich des Glaubensbekenntnisses keine Meinungsunterschiede unter den Gelehrten gibt, wenn man dieses nicht annehmen möchte. So sagen alle Ulama, derjenige, der das Glaubensbekenntnis nicht annimmt, so ist er was? Ein
Ein Kafir. Deswegen sagt er, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, wir schließen nur in Dingen aus, in denen sich die Gelehrten... Khalas. Wir schließen nur in Dingen aus, in denen sich die Gelehrten einig sind. Deswegen seht ihr auch, wenn auch manchmal ein Gelehrter einen vom Islam ausschließt und die Gelehrten dürfen das und die Richter. Aber nicht Kleinkinder, die gerade krabbeln gelernt haben und schon beim Sprint mitmachen wollen mit den 100-Meter-Sprintern. Die Gelehrten dürfen das. Wenn auch ein Gelehrter einen vom Islam ausschließt und der andere Gelehrte tut es nicht, kritisieren sie sich gegenseitig? Antwort? Nein, warum? Weil das was ist? Ein Ijtihad. Ein Ijtihad, eine Abmühungssache. So wie damals Al-Hajjaj. Al-Hajjaj. Kennt ihr Al-Hajjaj? Er war damals ein Ungerechter und er hat viele Sahaba getötet. Manche der Tabi'in haben ihn vom Islam ausgeschlossen und manche der Tabi'in haben ihn nicht vom Islam ausgeschlossen und niemand hat den anderen kritisiert. Ibn Umar, wie es sogar bei Al-Bukhari heißt, er hat hinter ihm gebetet. Vielleicht hat Ibn Umar Tarot akzeptiert. Bei Al-Bukhari. Ibn Umar hat hinter Al-Hajjaj gebetet, bei Bukhari. Nochmal bei Bukhari. Tayyip, Frage, dürfen wir hinter einem Kafir beten? Antwort? Antwort? Nein. Natürlich nicht. Bedeutet, hat Ibn Umar ihn als Kafir gesehen? Hätte er ihn als Kafir gesehen, dann? Hätte er nicht hinter ihm gebetet. Bedeutet für uns, das ist eine Sache der Abmühung. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Schaut mal, liebe Geschwister. Die Shahada ist zum einen Teil, was wir gerade erklärt haben, es darf niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der zweite Teil ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala. So wie Allah subhanahu wa ta'ala mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, darf niemand anderes befolgt werden im Weg außer, na, außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Außer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Gelehrten sagen, und das ist Ijma. Und diesen Ijma hat Al-Shafi'i festgehalten, hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah festgehalten und andere Gelehrte. Sie sagen, von jedem darf, bedeutet von den Gelehrten natürlich, nicht von XY. Von jedem darf genommen oder gelassen werden, außer von, na, Gesandten Allahs. Alle sind sich darüber einig, dass sie ihn alleine in der Anbetung folgen müssen. Ihn alleine in der Anbetung folgen müssen bedeutet, dass niemand in der Anbetung gefolgt werden darf, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich dir sage, der Gesandte Allah sagt, und du sagst mir, mein Opa sagt, dann wer hat Recht, wer hat Unrecht? Na, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich dir sage, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, dann sagst du mir, na, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagte Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala in I'lam al-Muwaqqi'in, ein Buch, wie sie nur Großgelehrte schreiben können, möge Allah uns Wissen geben, diese Bücher zu verstehen. Er sagte, liebe Geschwister, wenn wir alle ein Ijma haben, bedeutet wer die Gelehrte, wenn wir alle ein Ijma haben, dass niemand in der Anbetung gefolgt werden darf, außer Muhammad sallallahu alaihi ist es dann nicht rechtmäßig, die Ansichten der Gelehrten zu kritisieren für Gelehrte? Klammer auf, für Gelehrte. Ist es dann nicht rechtmäßig für die Gelehrten, die Ansichten von manchen Gelehrten zu kritisieren, die falsch sind? Wenn doch alle ein Ijma haben? Diejenigen haben sich nicht den Ijma angeschlossen, die eine falsche Ansicht haben? Antwort? Antwort? Ja oder nein? Was ist los mit euch? Antwort ja oder nein? Habt ihr die Frage verstanden? Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder schlecht ausgedrückt. Ich stelle nochmal. Gibt es Gelehrte, die in der Religion etwas Falsches sagen? Antwort? Nein. Ja. Wer will zuerst? Du musst immer irgendwas sagen. Allah ist einfach, ja. Ma'asum ist nur Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Schaut mal. Niemand ist ma'asum außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch nicht Abu Hanifa, ja? Klammer auf, Klammer zu. Wenn wir sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ma'asum, das bedeutet, er macht keine Fehler.
die Botschaft ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie den Menschen überbringen wollte. Jetzt sagen wir, es gab manche Gelehrte, die etwas Falsches gesagt haben. Frage, schützen wir die Gelehrten, ja oder nein? Nein? Wir schützen sie natürlich, weil sie unsere Vorbilder sind. Bedeutet aber nicht, dass wir ihre falsche Ansicht akzeptieren, Antwort? Nein. Wir dürfen ihre falsche Ansicht nicht akzeptieren, aber wir respektieren sie, weil wir wissen, die Gelehrten haben eine gute Absicht, sie möchten den Menschen die Religion beibringen und manchmal machen sie dabei auch Fehler, weil sie zigtausende von Angelegenheiten analysieren, liebe Geschwister. Es gibt einen vielleicht von euch hier, der weiß in einem Thema ein paar Hadithe mehr als in einem anderen Thema. Das sind Gelehrte, die wissen in jedem Thema tausende von Hadithen. Überlegt mal. Das heißt, sie haben schon entsprechendes Wissen und natürlich können sie Fehler machen, weil sie nicht fehlerfrei sind. Wenn jetzt ein Gelehrter etwas Falsches sagt, auch wenn wir den Gelehrten persönlich lieben, dann dürfen wir nicht dieses Falsche annehmen, wenn Muhammad s.a.w. was anderes gesagt hat. Ist das jetzt klar? Taib, Frage, darf man die falschen Ansichten der Gelehrten kritisieren? Ich sage, die Gelehrten. Ja oder nein? Natürlich, weil du darfst außer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam von jedem seine Ansichten kritisieren, weil jeder außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam was ist? Fehlerfrei. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, der Großgelehrte, wenn wir uns alle darüber einig sind, dass wir alle Fehler machen, aber wir haben alle diesen Ijma' akzeptiert, dass nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam fehlerfrei ist, dürfen wir dann die Ansichten der Gelehrten kritisieren oder nicht? Antwort. Ja. Jetzt durchgesehen. Alles. Alhamdulillah. Sehr schön. Das bedeutet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist der zweite Part von dem Glaubensbekenntnis. Nur er darf alleine in der Anbetung gefolgt werden, liebe Geschwister. Und die Shahada ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, wie viele Leute denken. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt im Koran, فَعْلَمْ أَنَّهُ La ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Wisse, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Befehlsform? Wisse. Und bereue für dich und für die Gläubigen. طيب, Frage. Was geht voraus? Womit hat Allah subhanahu wa ta'ala angefangen? Mit dem Muhammad? Mit dem Wissen. Fa'ala. Wissen. Und danach, womit hat Allah weitergemacht? Mit der Tat. Und bereue für dich selber und für die Gläubigen. Und passt auf, wenn wir reden über La ilaha illallah. Die Kuffar in Mekka haben genau die Bedeutung von der Shahada gekannt. Sie wussten, dass wenn sie dieses Glaubensbekenntnis sagen, dann dürften sie Allah subhanahu wa ta'ala nur einzig und allein anbeten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist zu ihnen rausgegangen, er sagte, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Spricht la ilaha illallah, dann werdet ihr erfolgreich sein. Aber sie haben genau gewusst, was dieses Glaubensbekenntnis aussagt und deswegen haben sie es nicht gesprochen, weil sie wüssten, sie dürften ab dann niemand anderen anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich möchte hier eine Klammer auf und eine Klammer zumachen und es ist eine gewaltige Klammer. Ist es nicht schade, dass diejenigen, die Kuffar waren damals und Juhal natürlich, dass sie die Bedeutung von La ilaha illallah gekannt haben und du, der sich Muslim nennt, die Bedeutung nicht so gut kennt wie sie? Warum haben sie es abgelehnt, La ilaha illallah zu sagen? Weil sie wussten, na, was muss automatisch erfolgen, dass sie, na, das praktizieren. Subhanallah al-Azim. Willst du, dass ich dir sage, dass die Kuffar in Mekka, die Juhal waren, wissender waren als du in der Bedeutung dieses Wortes und du nennst dich ein Muslim? Sollte man sich nicht schämen? Ich persönlich, ich schäme mich. Und es geht nicht darum, liebe Geschwister, dass man die Worte von La ilaha illallah von morgens bis abends sagt oder eine Gebetskette mit sich trägt und die ganze Zeit sagt, nein, darum geht es nicht, liebe Geschwister. Schaut mal, denn viele Muslime verstehen nicht genau, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine angebetet werden darf. Wir sehen heute von den sogenannten Muslimen, gehen sie zu Gräbern? Antwort, schlachten sie für jemand anderen außer Allah? Antwort, verlangen sie von jemand anderen außer Allah? Antwort, nein.
Das bedeutet, dass diese Leute, wenn sie auch tausendmal sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, so hat ihr Glaubensbekenntnis keine Gültigkeit. Weil sie gegen was verstoßen? Gegen die Shahada. Die Shahada hat bei ihnen keinen Sinn. Die Kuffar, als sie in Mekka waren, dann sind sie zu Muhammad s.a.w. gegangen und sie haben ja gehört, was er gesagt hat, dass sie einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala anbeten müssen. Dann haben sie gesagt, أَجْعَلَ الْآلِهَا إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Hat er alle Götter, bedeutet die 360 Götter, die sie angebetet haben, hat er alle zu einem Gott gemacht, das ist etwas sehr Verwunderliches. Allahu Akbar. Das bedeutet hier, liebe Geschwister, sie haben genau gewusst, was gemeint war, Allah einzig und alleine anzubeten. Denn wenn man dieses Wort sagt, dann reicht es nicht nur aus, zu bestätigen, dass Allah uns die Himmel und die Erden erschaffen hat. Das reicht nicht aus. Liebe Geschwister, wie manche Muslime heute denken, wenn du ihm sagst, du bist doch Muslim, du musst Allah anbeten, er sagt dir, ich weiß, dass Allah mich erschaffen hat. Ich weiß, dass Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat. Ich weiß, dass ich dieses und jenes tun muss. Aber was fehlt bei ihm? Er sagt nur, Allah hat das erschaffen und jenes erschaffen und Allah regelt die Angelegenheiten, aber Allah möchte von ihm auch was? Na? Angebetet werden. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen? Wen meint Allah hier? Die Kuffar in Mekka, dann werden sie sagen, Allah. Haben sie was anderes gesagt als du? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, dann werden sie sagen, Allah. Haben sie dir etwas anderes gesagt als du? Und weiter, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sprich, ja Muhammad s.a.w., wer versorgt euch von dem Himmel und von der Erde aus? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Wer verfügt über euer Augenlicht und über euer Gehör? Und jetzt kommt es weiter. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Und wer bringt aus dem Toten das Lebendige hervor? Und aus dem Lebendigen das Toten hervor, den Toten hervor? Dann werden sie sagen, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Und wer regelt alle Angelegenheit? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. So werden sie sagen, Allah, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. So spricht Muhammad s.a.w., sagt ihnen, wollt ihr nicht gottesfürchtig werden? Ihr bestätigt und bestätigt und bestätigt und bestätigt, aber was tut ihr nicht? Ihr betet ihn nicht an. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, ihr müsst euch jetzt die Frage stellen, was ist denn der Unterschied zwischen den vielen Muslimen und den Kuffar in Mekka? Letztendlich, was haben sie bestätigt? Die Sachen, die Muslime heute auch bestätigen. Jetzt einer, der auch nicht betet, wenn du ihm sagst, wer hat dich erschaffen, was wird er sagen? Allah. Wenn du ihm sagst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, dann wird er dir sagen, Allah. Wer bringt das Leben und den Tod hervor, dann sagt er dir, Allah. Wer regelt die Angelegenheiten? Er sagt, Allah. Aber schaut mal, subhanallah al-Azim, das ist genau das, warum Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen geschickt wurde. Was haben sie gemacht? Subhanallah al-Azim, sie haben Götter angebetet neben Allah. Und diese Götter müssen nicht Steine sein, müssen keine Götzen sein, sondern sie können auch was sein? Hä? Gräber. Was ist der Unterschied zwischen einem Grab und einer Götze? Was ist der Unterschied zwischen einem toten Wali und einer Götze? Was? Sagt mir bitte, gibt es einen Unterschied? Weder kann dir die Götze nützen, noch der Waliullah. Warum tust du nicht selber, was auch Waliullah gemacht hat? Er hat doch Allah einzig und alleine angebetet. Wenn du ihm wenigstens folgen würdest, dann würdest du Allah auch einzig und alleine anbeten. Aber du widersprichst selbst deinen eigenen Wali. Dein persönlicher Wali möchte hier nicht von dir befolgt werden. Und er hat nichts mit deinem Schirk zu tun, liebe Geschwister. Subhanallah, guck mal, wie Allah sie bezeichnet. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Wenn zu ihnen gesagt wurde, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden außer Allah, dann hast du gesehen, wie sie sich wie verhalten haben? Na, hochmütig. Hochmütig. Sie wollten dieses nicht akzeptieren, liebe Geschwister. Warum? Weil sie haben ihre Götter angebetet. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ.
Und deswegen sollte ein Muslim eine Sache genau verstehen. Es geht nicht darum, dass wir eine Sache nur mit dem Zunge aussprechen, sondern es geht darum, wie auch letztendlich deine Taten umgesetzt werden an dem, was du ausgesprochen hast. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, اعلم ان دين الله الذي هو الاسلام مبني على اصله. Wisse, dass die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, welches der Islam ist, auf zwei Säulen aufgebaut ist, auf zwei Grundlagen. An yu'bad Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine angebetet wird, und an yu'bad bima shara'ahu 'ala lisani rasul. Und dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, wie er es uns auferlegt hat. Bedeutet, ohne dabei deinen Gelüsten zu folgen. Und das ist das, was wir in der Shahada sagen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. In dem ersten Teil der Shahada erfährst du, dass es nur einen Anbetungswürdigen gibt, und das ist Allah. Und in dem zweiten Teil der Shahada erfährst du den Weg, der zu dem Anbetungswürdigen führt. Du erfährst den Weg, der zu dem Anbetungswürdigen führt. Mit anderen Worten, du wirst nur den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala finden, wenn du wen befolgst? Na? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein müder Haufen seid ihr. Und du wirst niemals das Wohlgefallen Allahs erreichen, wenn du den letzten Gesandten nicht folgst. Wallahi, selbst wenn du der größte Mukhlis wärst, dass du diese Tat nur für Allah gemacht hast. Oder du hast so große Liebe zu Allah. Oder du machst so viele Taten, so wären deine Taten alle. Na, hinfällig, weil du was nicht gemacht hast? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt hast. Und ich schließe ab mit den Worten, die Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt. Und eigentlich sind es die Worte von Sheikh al-Islam. Er sagt in Zad al-Ma'ad, فهي, und er spricht über die Shahada, فهي kalimatul Islam, es ist das Wort des Islam, und er meint die Shahada, wa miftahu daris salam, und es ist der Schlüssel zum Darus Salam, zum Haus des Friedens, wa anha yus'alul awwalun wal akhirun, und damit wurden die Ersten und die Letzten befragt, fala tazulu qadama al-abdi bayna yadillah hatta yus'ala an mas'alatayn, so werden sich die Füße von dem Diener am Tage der Auferstehung nicht eher bewegen, bis er nach zwei Dingen befragt wird. Mada kuntum ta'budun, was habt ihr angebetet hier in dieser Dunya? Wa mada ajabtum al-mursalin, und was habt ihr den Gesandten geantwortet? Deswegen, liebe Geschwister, für die Anbetung zu ihm hat Allah Azza wa Jal die Bücher gesandt und die Gesandten, und er hat die Hölle und das Paradies erschaffen. Und mein letztes Wort ist mit der Ayah in Surah Al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. O ihr, die ihr glaubt, tretet vollständig in den Islam ein. Vollständig bedeutet mit den Worten des Islam, mit den Taten des Islam, mit dem Glauben des Islam, mit allem, was uns der Islam gebietet, tretet vollständig in den Islam ein. Jetzt kommt der Endteil der Ayah, und folgt dabei nicht den Stapfen des Shaitan. Warum? Weil wenn auch immer du etwas anderes folgst außer dem Islam, so folgst du Shaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und das nächste Mal werden wir sprechen, inshallah, über das wichtigste Thema, und zwar die Bedingungen von La ilaha illallah. Denn das hat Bedingungen, liebe Geschwister.